Hallo und herzlich willkommen zum 11. Teil zum Bau meiner Lego-Regalstadt. Heute soll es um das Theater gehen. Das kommt entweder hier oder hierhin. Ich weiß es noch nicht, wir werden sehen. Ihr seht schon, ich habe hier so zwei Autos aufgestellt, darum soll es heute aber nicht gehen. Und dann fange ich direkt an zu bauen. Also da ist schon mal die erste Etage unseres Theaters und ich denke mal, man sieht, an welches Gebäude es angelehnt ist. Es ist natürlich an die Modular Police Station hier drüben angelehnt. Aber naja, es ist halt wirklich nur angelehnt. Ich meine, kopiert sind eigentlich nur die Teile, also die hier, die es auch da gibt. Mehr ist eigentlich nicht kopiert. Ich habe hier, ich gehe mal wieder rüber. Ich habe hier diese Bögen reingemacht, die Police Station hat keine Bögen. Ich habe welche. So, dann die interessanteste Bautechnik hier sind ja mit Abstand die Dinger. Ich denke mal, die meisten werden die kennen. Aber ich zeige es mal der Vollständigkeit halber. Also, dafür nehme ich halt so eine Bracket Plate. Ne, nur Bracket heißt es ja. Und mache darauf halt immer wieder solche Teile. Ja, und das sieht man, denke ich, wie es gebaut ist. Das ist interessant. Da hat man so eine Teil modified, auf die es dann so drauf geht. Und dann hier dieses Konstrukt, Bracket, Plate, Teil und so weiter. Ja, das ist ja auch in der, wie gesagt, in der Polizeistation verbaut. Ja. Und ja, was ich noch sagen wollte ist, also ich würde gerne ein bisschen Werbung für meine Bauleitung machen. Hier. Also, ich habe für generell alle meine Mobs in der Regalstadt, außer das Hotel, halt generell außer die Mobs, die wir bis jetzt gebaut haben, für die restlichen habe ich digitale Bauanleitungen erstellt. Die kann man kostenlos auf meiner Website downloaden. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich denke mal, das ist sehr übersichtlich gestaltet hier. Ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben. Und ja, man kann die, wie gesagt, meine Website kostenlos downloaden. Also generell alles meiner Website, alle Bauen auf meiner Website kann man kostenlos downloaden. Das sollte ich nur hier mal kurz gesagt haben. Ich gehe mal wieder runter da, wo ich jetzt bin. Ich bin jetzt bei Schritt 90. Und als nächstes kommt jetzt die zweite Etage. Und da rede ich schon lange genug und ich melde mich jetzt direkt wieder mit der zweiten Etage. So, wie versprochen, die zweite Etage. Und ich muss schon sagen, auf der Kamera sieht es irgendwie krass aus. Ja, ich nehme die mal kurz runter. Also die ist wieder ohne Inneneinrichtung gebaut. Weil ich mache immer zu jedem Gebäude zwei Videos. Ein Video zur Fassade, ein Video zur Innenrichtung. Ich habe es wieder nach meinem Bauleiter gebaut. Und ja, ich denke mal, jetzt kann man wirklich nicht mehr sagen, dass ich das von der Polizeistation kopiert habe, weil ich meine, das sieht so aus und die Polizeistation sieht so aus. Scharfstellen. Ich meine, das sieht ganz unterschiedlich, das sieht komplett verschieden aus. Naja, ich habe jetzt hier so viele Fenster wie möglich eingebaut. Danach habe ich die hier mit so, ja, wie heißt die Dinger? Säulen. Ja, ich nenne einfach mal Säulen hier, ne? Mit so Säulen umrandet und da den Bogen drüber gemacht, wie bei der ersten Etage auch schon. Dann habe ich hier solche einmal Einsatzlobes unter die Fenster gemacht. Sah irgendwie schön aus. Ja, dann hab ich hier oben so das ganze Fenster in kleiner gebaut. Dann kommt von hier unten, wird natürlich von hier unten die Treppe hochkommen, die dann hierhin führt. Und dann wird es hier und hier so Eingänge in den Theatersaal geben. Ich hoffe, es heißt Theatersaal. Ja, danach habe ich hier so Mauerwerksteine in Dark Tan eingebaut. Ich mag diese Mauerwerksteine eigentlich ganz gern und deshalb baue ich da einen Kübel, wo ich kann ein. Dann habe ich hier so immer wieder Dark Tan Akzente reingemacht und hier so einen weißen Farbakzent. Das gebe ich zu. Mit dem Light Blue Gray habe ich von der Police Station übernommen, weil ich zoome mal ran. Hier könnte es auch sein. Ich fand diese Farbkombination sehr passend. Nur den Unterbau für die Fenster, nur der Unterbau für die Fenster gefällt mir in dem Fall nicht so gut. Ich habe auch überlegt, ob ich beim Theater so ein Ding mache wie hier. Also wie,
Ja, wie so dieses Police-Logo. Ich habe mich dann aber doch dagegen entschieden. So, dann kommt, wie gesagt, im nächsten Video zum Theater die Inneneinrichtung. Und jetzt habe ich, denke ich, alles gesagt zur Fassade des Theaters. Setze ich mal beide Etagen aufeinander. Das ist noch von der Etage. Das da auch. Von hinten ist auch festgedrückt. Und dann zeige ich euch mal das Dach. Das Dach habe ich schon fertig gebaut. Also hier fehlen mir die Teile. Diese 1x4er Teils in Darktan, genauso wie hier mich hier die Teils fehlen. Weil die habe ich vom Stein und also vom Pickabrick Standard bestellt. Früher hieß es ja Stein und Teil, das heißt Standard. Keine Ahnung, warum die das jetzt geändert haben, wenn es jetzt so oder so nichts, wenn die so oder so nichts an Lieferzeiten geändert hat. Aber egal, ich will mich nicht beschweren. Jetzt hat man das in einem Shop. Und ja, okay, die Story erzähle ich auch später im Video, wenn die ankommen zu einem Teil. Ja, dann ist das Dach. Eigentlich relativ simpel. Ich habe zufällig diese Löwenkopfteile entdeckt. Und ich fand die einfach so geil und wollte die unbedingt in meiner Regalstadt eingebaut haben und habe es gesucht, wo das passen könnte. Und habe dann gesehen, ah, das Theater ist ja ein schöner Platz, um die einzubauen. Und da habe ich die eingebaut. Und ich muss sagen, so schlecht sieht es eigentlich gar nicht aus. Jetzt setzen wir wieder die Etage drauf. So, schieben wir das mal wieder rüber. So. Jetzt setzen wir es wieder drauf. Ja, es ist nicht gut, wenn man gegen das Licht filmt. Also ich sitze gerade mit dem Rücken zum Licht, wollte ich sagen. Naja, kann man nichts ändern. So ist halt mein Bautisch ausgerichtet. Das wäre dann das Gebäude. Und jetzt stellen wir es mal an seine Endposition. So, da wäre das Gebäude schon an seiner Endposition. Ja, ich nehme mal kurz den Stuhl hier, um aufzusteigen. Hier drauf zu steigen. So. Ja, neben dem Hotel macht sich eigentlich, denke ich, ganz gut. Hier kommt, wie gesagt, noch Dark Tan Fliesen dran. Die Baustellenfahrzeuge sind schon mal für das nächste Gebäude angerückt. Ihr könnt mal in den Kommentaren rätseln, was hier hinkommt. Ein Tipp. Alle Gebäude, die ich bauen werde, sind schon auf meinem Instagram-Account veröffentlicht worden. Und an der Stelle möchte ich nochmal auf die kostenlosen Baulanden verweisen. Es gibt auf meiner Website nicht nur kostenlose Baulanden für Gebäude, sondern auch für Züge. Also schaut da gerne mal vorbei, ich würde mich freuen. Und damit zeige ich mal hier ein paar Perspektiven. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und tschüss.